ein Treffer! Oh, es bricht! Ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Pokémon Stadium 2, Arena Leiterburg, Antique City und das Medium kämpft. Ja, glaubst du an geheime Kräfte? Ach, um Gottes Willen, Incognito. Mit Kraftreserve, mehr kann sie ja nicht. Daneben ist es jetzt auch, ja, ein interessantes Team, sagen wir es mal so. Wen nehme ich denn noch mit? Boah, gegen Ditto habe ich eigentlich auch gar keine Lust. Gegen Ditto habe ich auch gar keine Lust. So machen wir es. Der Herausforderer hat bereits die Hälfte der Arenaleiterburg. Ich schicke das dicke Lugia in den Kampf als allererstes, wenn ich mich nicht irre. Als erstes Quartett. Oh, sogar mit Name. Und es kommt Nidorina. Schön, da haben wir doch gleich mal ordentlich gewählt. Direkt die Psychokinese rausballern, Lugia. Und dann ist hier doch schon mal das erste Pokémon beseitigt. Ein Anflug von Psychokinese. Was? Reicht nicht aus? Ein Doppelkick. Das ist ja das Dümmste, was du machen kannst. Das ist gegen Flug nicht sehr effektiv und gegen Psycho auch nicht. Eieiei. Los, Spukball und tschüss. Heidewitzka, das hast du noch nicht erlebt hier. Das nächste Pokémon wird vorbereitet. Oh, Ditto. Ja, das mag ich jetzt eigentlich auch gar nicht haben hier. Der Kampf wird immer intensiver. Luftstoß 100, 90. Vielleicht schaffen wir einen Volltreffer mit Luftstoß. Vielleicht schauen wir aber auch komplett daneben. Yes! Und... Was? Trotz Volltreffer? Das ist ja lächerlich. Yes, wir sind schneller und tschüss, Ditto. Der Spukball ist natürlich jetzt sehr effektiv. Das war frech. Luftstoß mit Volltreffer, ja, und dann übersteht's das. Eieiei. Ernsthaft, Incognito? Hätte ich nicht gedacht, dass du es mitbringst. Dann, nochmal ein Spukball. Reicht aber nicht aus. Kraftreserve, ja, wie gesagt, die einzige Attacke, die es kann. Okay, aber ein Volltreffer war es. Keine Ahnung, von welchem Typ die Kraftreserve ist bei dem Incognito. Wird auf jeden Fall irgendwas sein, was nur normal effektiv gegen Flug-Psycho-Pokémon ist. Wir gewinnen den ersten Kampf in Teak City gegen das Medium. Und weitergehen dürfte es jetzt mit einem Weisen. Das war gar nicht gut. Ich muss es noch einmal probieren. Nein, jetzt nicht. Weiter geht's. Teak City, Trainer 2. Ein Weiser. Ich sehe diesen Kampf einfach als eine Art Training an.
Weiser Beppo möchte kämpfen, okay. Und er hat 1, 2, 3, 4 Gift-Pokémon. Ein weiteres Geist-Pokémon und ein Eis. Psycho-Pokémon. Ja, was machen wir denn damit? Eigentlich ist Raikou am besten geeignet für alle. Dann können wir definitiv auch Lugia mitnehmen. Und Stardust beherrscht ja auch einen Knirscher. Aber hat jetzt nicht wirklich den wahren Angriff. Ich schicke einfach mal noch Ho-Oh mit rein. Der nächste Gegner ist Beppo, ein Weiser. Also, wir starten mit Raikou, entweder Donnerblitz oder Knirscher wird's, je nachdem, was halt sehr effektiv ist. Eine von beiden Attacken ist immer sehr effektiv. Traunfugil, also wird's der Knirscher. Ich habe so ein bisschen Angst, dass jetzt hier gleich so ein Leitteiler kommt. Abgesang. Na klar. Ja, jetzt wird es wahrscheinlich auch den Horrorblick versuchen. Aber dazu wird es nicht mehr kommen. Da werde ich dann im Zweifel auswechseln. Also Abgesang dürfte jetzt gleich... Oh, ich glaube, wenn ich das gegnerische Pokémon besiege, geht er nicht weiter runter. Glaube ich zumindest. Schauen wir mal. Oh je. Welches Pokémon kommt als nächstes? Ringfrei für Zubat. Das ist schnell besiegt. Ah, okay, geht doch weiter runter. Abgesang steht bei 2. So, lade ich den Donnerblitz durch. Dann ist das Zubat K.O. Dann steht Abgesang bei 1. Dann schauen wir mal, was er hier noch bringt. Wenn es Golbat ist, bringe ich wieder den Donnerblitz. Ansonsten, ja, werde ich erstmal auswechseln. Nebulak. So, Abgesang steht bei 1. Das heißt, jetzt wechsle ich aus, weil ich keine Lust habe, hier den Schaden zu kassieren. Bin ja nicht blöd. Ist richtig. Genau das war mein Plan. Super. Super sinnvoll, diese Attacke. Wir laden ein Erdbeben durch. Und mal schauen, ob das schon reicht, um Nebulak zu besiegen. Ist auf jeden Fall sehr effektiv. Jawohl, reicht aus. Und damit besiegen wir auch den Weisen. Das heißt, es bleibt übrig der Arenaleiter Jens. Und da bin ich ja mal gespannt, was der an Pokémon mitbringt. Ich bin dankbar. Jo. Ich auch. Also, weiter zum Arenaleiter von Teak City. Glaube es oder glaube es nicht, aber es gibt eine mystische Kraft. Ah, Mensch. Ein ganzes Geist-Pokémon ist am Start. Okay. Mit Raikou hätte ich schon mal 3 Pokémon. Dazu Suicune, 2 weitere Pokémon. Und Lugia nehme ich noch mit.
Nun geht's gegen Jens, den Arenaleiter von Teak City. Also, es geht los. Arena-Leiterkampf. Wir starten mit Reiku. Und Jens startet mit Noctu. Das ist natürlich eine ärgerliche Wahl für Jens. Er wechselt auch direkt aus, hat wahrscheinlich Knogger dabei. Hat sehr wahrscheinlich Knogger dabei. Dann ist nämlich meine Runde auch dahin. Ja. Ah, das ist natürlich schade. Ich das gewusst, hätte ich Knirscher gemacht. Aber ich habe auch keine Lust, jetzt hier eine Bodenattacke zu kassieren. Deswegen wechsle auch ich das Pokémon. Und Bodenattacken kann ich ja ganz gut aus dem Weg gehen mit meinem Lugia. Ja, dachte ich mir. Das hatte keinen Effekt. Welche Auswirkung wird dieser Pokémon? Wir laden jetzt erstmal eine schöne Psychokinese durch. Eine üble Attacke. Oh, und noch ein Volltreffer dazu. Eisenschweif. Der Schlag hat nur gestreift. Ja, ihr seht's. Also Lugia mit einer Hammerverteidigung. Hei, 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 hei. Sie sind bereit. Ein Anflug von Psychokinese. Jawohl, noch ein Volltreffer. Also was mein Lugia hier in Volltreffern landet, ist unklar. Mal schauen, ob er Noctu wieder einsetzt. Wir warten gespannt auf das oder ob das dritte Pokémon schon kommt. Es kommt das dritte Pokémon mit Gengar. Das ist die Psychokinese natürlich auch sehr effektiv. Aber Gengar ist schneller, Spukball ebenfalls sehr effektiv. Mal schauen, was das an Schaden macht. Gengar hat eigentlich nicht so einen hohen Angriffswert. Ja, dachte ich mir. Kannst du vergessen. Ja. Sehr, sehr schön. Gut, wir kassieren noch einen Spukball. Werden Gengar danach allerdings besiegen. Und damit ist auch Jens zweites Pokémon futsch. Es bleibt übrig das gute Noctu. Aber auch das werde ich mir noch krallen. Der Pokéball öffnet sich und gibt ein Pokémon-Preis. Das letzte Pokémon betritt die Arena. Ich mache erstmal eine gediegene Genesung. Es regeneriert Kraftpunkte. Noctu mit Bodycheck. Schauen, wie viel Schaden das macht. Dachte ich mir, kannst du absolut abessen. Aber dann ist halt auch der Rückstoß nicht so groß. Als seine Vor- und Nachteile. So, wir laden eine Psychokinese. Ja, passiert. Schauen, ob wir mit Luftschuss vielleicht besser kommen. Hier kommt der Angriff. Ein schwacher Treffer. Wie gesagt, Lugia ist absolut nicht für den Angriff ausgelegt, sondern eher, um hier extrem defensiv zu arbeiten. Eine üble Attacke. Jawohl, ein Oh, Luftstoß deutlich stärker als die Psychokinese. Nochmal Bodycheck. Das hat nur wenig Schaden angerichtet. Und wir werden jetzt den Kampf beenden mit einer Psychokinese, die trifft sicher. Und die wird die letzten 35 KP beseitigen.
Und damit schaffen wir auch Arena Nummer 4. Wir besiegen den Arena-Leiter Jens. Und das nächste Mal, Arena 5, ich muss kurz überlegen, dürfte Hartwig sein. Ja, ist Hartwig. Das dann beim nächsten Mal. Ich bedanke mich dafür, dass ihr dabei wart. Hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns hier wieder zu Pokémon Stadium 2 in der Arena Leiterburg. Bis dahin, macht's gut.